Ha. Oh, da ist ja jemand hinter mir. Oh, hallo. Na, Leute, ich habe euch ja gar nicht kommen sehen. So schnell kann es gehen. 30 Tage sind rum. Der absolute Wahnsinn. Das hat mir einen Spaß gemacht. Und das hat vor allem euch auch einen richtigen Spaß gemacht. Das freut mich sehr. Das hat auch währenddessen sehr angespornt. Auch wenn es mich sehr viel Schlaf gekostet hat, habe ich dann doch gerne jeden fucking Tag ein Video hochgeladen. Also danke für euer ganzes Feedback. Schön, dass es euch so gefallen hat. Wirklich sehr, sehr geil. Und es wird auch noch weitere Sachen geben. Dazu komme ich aber am Ende. Und also weitere Projekte in diese Richtung. Aber erstmal ein paar andere Sachen. Challenge geschafft, 5 Kilo, was ich mir vorgenommen habe. Challenge geschafft, kein Geld ausgeben für Übernachtungen. Aber wie viel Geld habe ich denn jetzt letztendlich ausgegeben? Also wir haben einmal für den Flug 12 Euro. Das war auf jeden Fall auch lange hin und her schauen, um das beste Angebot rauszufinden. Und das ist definitiv mehr, als ich damals ausgegeben habe. Man kann es überhaupt nicht lesen, das ist scheißegal jetzt. Aber 712 war dann schon, glaube ich, ein gutes Angebot, halt mit diesem Flug dann auch über China. Muss man in Kauf nehmen vielleicht, aber das auf jeden Fall dafür. Und dann haben wir 650 alles andere plus minus, ne? Also roundabout 650. Ich habe da jetzt zum Beispiel Geschenke rausgerechnet, die ich Leuten irgendwie gekauft habe, weil das nicht relevant ist. Und in diesem ist enthalten alles Mögliche. Also der größte Kostenpunkt ist wirklich der Transport von also Bahn natürlich. Ja, das kann ich jetzt wirklich nicht genau sagen. Das sind bestimmt auch 50 Euro so immer in Tokio mal hin und zurück und hin und wieder und diese kleinen Fahrten. Aber da ist natürlich auch drin die größeren Fahrten wie Kyoto zu Tokio. Ja, ne, Kyoto zu Tokio oder vom Fuji sind wir ja auch nach Osaka gefahren. Also das waren zum Beispiel hier 30 Euro, das waren 46 Euro. Dann haben wir Fuji hoch und runter, auf den haben wir nochmal jeweils 7 Euro, sind 14 Euro. Die Tagestrips zu dem Wasserfall und so, also da kommt einiges zusammen und der Rest ist quasi ausschließlich für Essen. Und da muss man auch sagen, dass ich halt mehr gegessen habe, als nötig gewesen wäre wahrscheinlich. Weil ich halt, wie gesagt, meinen Geschmackssinn für eine kurze Zeit wieder hatte und das auskosten wollte. Also man kann sicherlich das hier auch für 500 hinkriegen, ohne wirklich zu hungern. Und vielleicht auch für 350, wenn man jetzt nicht solche Trips hier macht. Ne? Wenn man jetzt einen Monat lang nur in Tokio rumeiert und nur essen und vielleicht ein bisschen Bahn bezahlt, kann man es bestimmt auch für 350 schaffen. Vielleicht kann man es sogar für alles für 1000 schaffen, was halt insane wäre für einen Monat. Aber dann geht es, glaube ich, schon sehr ans Hungern. Aber theoretisch, wenn man so 5-Minuten-Terrine immer für einen Euro isst, da geht schon einiges. Das auf jeden Fall jetzt so alles zusammen. Ich runde es jetzt einfach mal auf 1400. Aber das für einen Monat Japan mit Flug ist, glaube ich, trotzdem noch eine gute Zahl. Und sie hätte auf jeden Fall sehr viel lower sein können. Ich habe jetzt nochmal überlegt, ja, man hätte noch Übernachtung bezahlt. Was, also ich setze jetzt mal 20 Euro an. 20 Euro pro Nacht, was insane billig ist. 20 Euro mal 30 hätte man auch hier schon 600 Euro. Es ist aber viel realistischer, dass man gerade in Tokio oder in Japan allgemein, in Tokio war es noch relativ gut, aber Osaka, Kyoto tatsächlich, Airbnb hat ja Marlin manchmal gemacht. Also sagen wir mal realistisch 40, ja? Was auch unrealistisch ist. Eigentlich müsste ich 60 sein, aber sagen wir mal 40, dann 120. Dann hat man quasi die Hälfte an Geld gespart, nur indem man quasi nicht so übernachtet, wie man normalerweise übernachtet, sondern auf Dächern. Für eine solche Reise, für so eine Art zu übernachten für 30 Tage, braucht man natürlich die richtigen Sachen. Ob ich die jetzt dabei hatte, schauen wir doch mal nach. So, hier würde ich sagen, haben wir so die drei besten Sachen. Da haben wir natürlich einmal diese Unterlage, die war einfach nur mega geil. Das bisschen Weichheit, was die hatte, hat mich auf jeden Fall ausreichend gepolstert. Außerdem hat es sich jedes Mal so wie Heimat angefühlt, wenn ich auf diesem sauberen Grund lag, egal wie ranzig der Boden darunter war. Das ist jetzt eine Socke, die steht sinnbildlich für den Regenponcho. Der war auch mit in den Top 3, würde ich auf jeden Fall sagen, weil Sichtschutz und Regenschutz mega gut. Und hier haben wir so die drittbeste Sache, der Schlafsack, der ist eigentlich unverzichtbar, auch wenn es relativ warm war. Also es war nachts nie unter 25 Grad, würde ich sagen, vielleicht mal 23 oder so. Aber trotzdem dieser Effekt von, du hast eine Decke auf dir, der ist einfach psychologisch auch sehr wichtig. Genau wie halt das unter dir psychologisch sehr wichtig ist. Platz 4, Dr. Bronner, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es gibt bestimmt andere Sachen, irgendwelche Survival-Leute, die sich da besser auskennen, die jetzt sagen, das ist doch Quatsch. Aber das hat auf jeden Fall jeden Zweck erfüllt, war ja gleichzeitig auch noch mein
Meine Zahnpasta, wo filme ich denn hier gerade hin? Dann natürlich Powerbank, ja, also die, ohne die hätte ich wahrscheinlich überleben können, aber es war natürlich gerade für Videoschnitten und so mega gut, die dabei gehabt zu haben. Pass brauchte ich natürlich dabei. Hier haben wir die erste Sache, die komplett sinnlos war. Also Göffel hätte ich einfach nicht gebraucht. Weiß ich auch gar nicht, was mich da geritten hat, das Ding mitzunehmen. Ich dachte, wir sind auch mehr unterwegs im Wilden, was ja auch ursprünglich geplant war, aber dann durch verletzte Füße und so ist das so ein bisschen weniger gewesen. Was haben wir hier noch? Ein Stift war auf jeden Fall gut dabei zu haben, aber hätten wir bestimmt auch gefunden. Das ist sinnbildlich für das große Skate-Tool, was wir dabei hatten, was uns allerdings in China abgenommen wurde. Das ist jetzt nur das Kleine, weil in China heißt es halt, sie dürfen hier nicht in ein Flugzeug einsteigen, sie können sie an der Luft auseinandernehmen. So, Zahnbürste natürlich, No-Brainer, die dabei zu haben. Das ist jetzt nichts Spektakuläres. Das hier, die Magic-Karten, sehr, sehr geil. 300 Gramm habe ich gerne dafür geopfert. War Spiel und Spaß, gerade zuletzt noch in China die 9 Stunden warten. Dann hier so eine Tüte, die sich in sich selbst faltet, habe ich nur einmal benutzt, hätte ich wahrscheinlich nicht gebraucht, aber die 20 Gramm oder was, die das wiegt, geil. So, 20 Gramm wiegt auch Kazoo, habe ich überhaupt nicht verwendet, hätte ich nicht mitnehmen müssen, aber war trotzdem nice zu haben. Wir haben ja nicht so viel Prank-Shit gemacht, sage ich gleich noch was dazu. Dann hier diesen Dreierverteiler hätte ich auch gar nicht gebraucht. Stattdessen hatte ich das. Das hat 4 Anschlüsse da an der Seite. Das hat völlig gereicht. Da konnten wir verschiedene Sachen mit Film füllen. Und der wäre nicht nötig gewesen. Diese Adapter sind auf jeden Fall wichtig gewesen. Davon hatten wir 3. Marlin hatte einen, ich einen und dann noch einen als Satz. Ersatz. Dann hier meine ganze Skateboard-Utensilien. Da habe ich natürlich wenig davon gebraucht. Die Heißklebescheiße habe ich noch am meisten gebraucht, um Dinge zu fixen. Habt ihr ja gesehen. Habe ich zwar nicht gebraucht, aber trotzdem gut, dass wir es dabei hatten, weil wir hätten alles quasi reparieren können, sogar mit einer Ersatzrolle da und so. Das Schild hat einmal Wunder gewirkt, ansonsten hat es nie jemand wirklich wahrnehmen müssen, aber ich glaube, das war es trotzdem wert, das dabei zu haben, auch alleine für den psychologischen Effekt, dass man so ein bisschen Sicherheit hat, dass man nicht gleich angezündet wird, wenn man gesehen wird. Die Schnipsegummis hier, die haben zumindest einmal mein Regenponcho zum Dach gemacht. Das ist eigentlich auch ganz gut. Haben das gut fixiert, auch im Wind. Diese Sache hier steht sinnbildlich für die Kamera, die ich gerade in der Hand halte. Die hätte ich auf jeden Fall nicht gebraucht. Aber ja, ich hatte es halt jetzt mit. Hätte ich die Kamera nicht mitgebracht, hätte ich 800 Gramm zusammen mit diesem Kabel gespart. Hätte ich auf jeden Fall machen können. So, hier haben wir Heftpflaster, haben wir viel gebraucht. Gerade weil Marlins Fuß ja auch so wund war und ich dann auch ein, zwei Stellen hatte. Da drin ist außerdem noch eine Nagelschere, die wichtig war. Also sehr gut. Und hier die nächste Sache. Das aufblasbare Ding hätte ich zu Hause lassen können. Da sind wir schon bei fast 1,5 Kilo, die ich mir hätte sparen können, wenn ich das auch noch zu Hause lasse, zusammen mit der Kamera. Dann hatte ich 2 solche kurze Hosen. Die andere habe ich gerade an. Ja. Und die hatte ich die ganze Zeit in Japan an. Die ist einfach super geil, super dünn. Ihr habt gesehen, dass ich die öfter mal gefixt habe. Das heißt, diese Hose hätte ich mir auch sparen können. Die wären auch nochmal, weiß ich nicht, 200 Gramm gewesen. Und hier die ganzen Klamotten, die ich dabei hatte. Da war jetzt nicht wirklich was dabei, was ich hätte nicht gebraucht, außer vielleicht das Ninja-Kostüm, was hier ist. Haben wir auch nicht gefilmt, komme ich gleich zu. Und ja, hätte ich mir sparen können, aber das Ninja-Kostüm war zumindest immer mal gut, wenn ich alles gewaschen habe, dann habe ich das halt angezogen. Ansonsten hier noch unwichtigere Sachen, meine Medikamente halt, die sind jetzt nicht so spektakulär. Und ja, dieses Ladekabel ist kaputt gegangen, aber wir hatten 3 davon, von daher alles gut. Und das ist nur eine Erinnerung, das steht für meine Wäscheleine. Das war gut, die dabei zu haben, waren nur 10 Gramm oder so. Habe ich gerade nicht da, ich weiß nicht, wo die ist. Hier ist der geile Rucksack nochmal. Ja, das war so alles, was ich grob dabei hatte. Und wenig, was ich wirklich nicht hätte gebraucht. Aber das, was ich hätte weglassen können, wären mindestens 1,5 Kilo gewesen. Also das nächste Mal eine 3-Kilo-Challenge. Ja, kommen wir doch mal zu der Thematik, dass ich nicht so viel Prankshit gefilmt habe, was ich eigentlich machen wollte und viele Sachen dabei hatte, die ich dann gar nicht verwendet habe, zumindest nicht für ihren Zweck. Und zwar ist es das eine wieder, was ich auch vor 9 Jahren schon gespürt habe, dass ich einfach vor der japanischen Bevölkerung so einen Respekt habe, dass ich diesen Leuten gar nicht auf den Sack gehen will. Wenn da Ronny aus Schöndorf steht, da denke ich mir, haha, den werde ich jetzt aber hier richtig schön einen reinwürgen. Wenn aber ihr die Leute kommen und sagen, ja, hier und die geben dir so richtig wertig Dinge hier mit 2 Händen so in die Hand und dann denkst du, oh, die sind alle so cute und ich will den nicht auf den Sack treten. Da ist ein Faktor, gleichzeitig gab es Johnny Somali, heißt er, glaube ich, der sein Unwesen getrieben hat, ein Streamer, ein Kick-Streamer, der nur Scheiße gebaut hat, Frauen belästigt hat und Straftaten begangen hat. Und das war wirklich so ein National-News-Thema, dass da jeder Bescheid wusste. Das hat mir auf jeden Fall auch gehemmt, da jetzt Scheiße zu bauen.
Und ich habe mich dann auch einfach auf die glorreiche D-Max-Serie ein bisschen konzentriert, weil Stream war halt auch kacke, so ein bisschen durch Zeitverschiebung und so. Und habe dann quasi alles da so ein bisschen in die Serie reingesteckt. Und ich glaube, das hat sich auch ausgezahlt. Prankshit kann man immer machen, aber das war halt jetzt eine einmalige Situation und Gelegenheit. Auch dieses tägliche Uploaden war, glaube ich, auch für den Zuschauer geil. Habt ihr ja auch oft gesagt, aber dieses nicht irgendwie voll vor vollendete Tatsachen, da gar nicht mehr reden, gestellt zu werden wie bei Seven vs. Wild oder so, sondern live dabei zu sein, sozusagen jeden Tag ein Update zu haben, während quasi noch alles passieren kann und nicht ein tausendköpfiges Team dahinter stehen und alles absichert. Das glaube ich ziemlich geil, deswegen habe ich mich darauf konzentriert und ich glaube, es hat sich ausgezahlt. Und das Letzte war für mich so ein bisschen, dass Marlene sich halt auch verletzt hatte und da wollte ich jetzt nicht permanent sagen, hier halt doch mal da die Kamera drauf, mach doch mal dies und so. Das war so schon draining genug und so kamen viele Faktoren zusammen, war vielleicht auch noch die ein oder andere Sache, die ich jetzt nicht bedenke, aber ja, ich glaube, es ist okay, wenn jetzt kein Public Prank Compilation Japan bei rumgekommen ist, 30 Videos sind rumgekommen, das ist okay. Und es wird auch noch Nachfolgeprojekte geben. Aber was denn? Ja, das hier hatte ich mir schon länger mal gedacht. Das ist ja fürchterlich, Alter. Ich glaube, ich dachte, ich filme jetzt ein bisschen Weltkarte ab, um es abwechslungsreich zu machen. Aber das ist ja richtig scheiße. Ja, also, das hatte ich tatsächlich auch schon mal als Funkformat gepitcht und als Idee. Haha, witzig, Seven vs. Wild verarschen. Seven vs. Dresden. Vielleicht mache ich es auch einfach alleine. Also, eine Woche Dresden zum Beispiel war so ein Gedanke, den ich hatte, weil Dresden das heiße Pflaster, ein Tagesausflug nach Freital, um zu gucken, ob es da wirklich so schlimm ist und so. Vielleicht mache ich es alleine, vielleicht trommel ich welche zusammen, aber so als Übergang kann man das, glaube ich, mal machen, weil das vielleicht witzig ist. Und in Dresden muss man vielleicht mehr Angst haben, wenn man nachts schläft und angezündet wird oder so. Das ist auf jeden Fall eine fixe Idee. Ansonsten habe ich natürlich auch die Idee, in andere Länder zu gehen und das ähnlich zu machen wie in Japan. Wobei ich glaube, dass die Serie auch ein bisschen davon gelebt hat, dass Japan halt so exotisch ist, dass man viele neue Dinge zeigen kann. Und wenn ich das jetzt in Polen machen würde oder sowas, dann wäre das vielleicht ein bisschen weniger, weil also europäische Länder sind dann doch relativ nah beieinander. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, alleine oder mit anderen jetzt im Winter in den Süden zu fahren, nach Spanien oder sowas oder in andere Gefilde, die einfach ein bisschen wärmer sind und da dann hinzutrampen, dass ich auch nicht drecks fliegen muss und das dann irgendwie 2 Wochen mal zu machen. Da habe ich richtig Bock drauf, weil der Kälte zu entgehen, das ist eh immer mein Ding. Und wenn ich das mit sowas verbinden kann, doppelt winning. Aber so richtig 100% klar ist das alles noch nicht. Werde ich vielleicht auch zusammen mit Stream-Zuschauern erarbeiten. Kommt gerne bei mir vorbei. Ich stream heute wieder, denn es ist Mittwoch. Und das mache ich jetzt wieder regelmäßig. Jeden Mittwoch 20 Uhr, jeden Montag 20 Uhr. Ist ganz einfach, die beiden Tage mit M. Und dann können wir das auch genauer ausfeilen, was da jetzt zukünftig kommt. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ich habe auch ein bisschen gedacht, nach Japan würde mich das richtig fertig machen, so dass ich da sage, naja, fuck off. Aber ich habe richtig Bock bekommen, gerade mit diesen Daily Videos hochladen. Das ist echt nice. Und eure Kommentare dazu lesen und so. Eure Kommentare sind sowieso sehr wichtig und deswegen will ich jetzt im letzten Segment noch ein paar von euren Fragen beantworten. Wie war es für dich, an den Orten aus den Animes und so weiter zu sein und selbst Teil der Kulisse zu sein? Ziemlich nice, aber generell muss ich sagen, ich bin eigentlich überhaupt kein Tourist. Das habe ich irgendwie nur in Japan, aber da ist das sehr, sehr geil. Ich glaube, ich würde jetzt nicht durch New York gehen und mir da unbedingt Filmlocations angucken, aber da war das sehr, sehr geil. Vor allem, weil es auch eigentlich witzig ist, wenn du ein Anime siehst und das gar nicht real da gefilmt wurde, aber es trotzdem so aussieht. Wie lange hat es eigentlich gedauert, die Videos jeden Tag zu schneiden? Ich würde sagen, mindestens eine Stunde, eher ein bisschen mehr. Und rendern und hochladen zusammen auch mindestens noch mal eine Stunde. Also 2 Stunden sind dafür draufgegangen. Beim Rendern kann ich mein Handy auch nicht anderweitig verwenden. Das ist dann richtig kacke, um sich wach zu halten. Wie ist es nun, wieder im Bett zu schlafen? Ich hatte heute die erste Nacht hinter mir im Bett und es war tatsächlich echt beschissen. Deswegen, ich brauche wahrscheinlich wirklich jetzt eine sehr, sehr harte Matratze. Mein persönliches Highlight, da muss ich die Osaka Deggers ranziehen. Die zu treffen war schon sehr, sehr geil. Ich habe vor 14 Jahren das erste Video von denen gesehen. Auf meiner PlayStation damals noch hatte ich meinen eigenen fucking PC. Alter, von vielleicht 15 Jahre mittlerweile sogar, von Chopper. Sehr, sehr geil. Also guckt euch gerne mal die Videos von denen an, auch die alten. Mein persönliches Highlight. Vielleicht kannst du noch mal eine Top-Empfehlung aussprechen. Da würde ich sagen, nach Osaka zu gehen, Amerikamura als allererstes, ist wahrscheinlich richtig gut, weil man da als Ausländer sehr, sehr gut ankommen kann und erstmal so nicht so 100% ins kalte Wasser, was japanische Kultur angeht, geworfen wird.
Schachtelsätze. Ergab sich dort mal eine brenzliche Situation oder ist es wirklich größtenteils so entspannt, wie Muscheln mit Betrunkenen zu früh zu essen? Das habe ich mit Marlene besprochen. Wir hatten jeweils eine nicht so geile Interaktion mit Menschen. Ich hatte einmal das, dass ich meinen Fuß gekühlt habe vor einem Starbucks und dann eine Mitarbeiterin kam und sagte, das ist aber nur für Leute, die hier zahlen. Das fand ich persönlich halt nicht so geil, aber Vorschrift ist Vorschrift. Marlene hatte eine richtig weirde Situation, wo ein besoffener Typ sie angesprochen hat und sehr nah an sie rangekommen ist und ihr nicht wirklich so Space gelassen hat, als ich gerade ein Dach gesucht habe zum Schlafen. Das ist das, wo wir eigentlich schon eins hatten, aber dann hat mich da eine erwischt und dann sind wir zu einem anderen gegangen und in dieser Zeit saß sie da alleine rum und das war sehr, sehr unangenehm für sie. Das war so richtig so ein Creep quasi. Ich war nicht dabei leider, deswegen kann ich da auch nicht viel zu sagen, aber das war für sie die einzige richtig beschissene Situation. Ansonsten wirklich sehr, sehr entspannt und alle ganz lieb. Was hat das Internet gekostet? Es waren 140 Euro für die 30 Tage, die haben wir auch durch zwei geteilt und ging. Das war auf jeden Fall sehr schnell und anders als befürchtet gab es keine Datendrosselungen an einem bestimmten Punkt. Dann haben wir das einfach wieder in Umschlag getan, zurückgeschickt, alles gut geklappt. Wirst du es nochmal machen, habe ich schon was dazu gesagt, auf jeden Fall und sehr gerne. Wie lange? Ich würde sagen, 30 Tage ist schon Maximum, gerade halt, wenn man wirklich Daily Videos machen will. Deswegen würde ich erstmal gucken, eine Woche und zwei Wochen und so, ne, hatte ich ja schon gesagt. Mal gucken. Was war die schönste Erinnerung vom ganzen Trip? Wurde hier auch gefragt, sage ich wieder, die Daggers, aber es gab wirklich so viele geile Sachen und überhaupt so viele geile Leute zu treffen, was da alles für Charaktere dabei waren und so wholesome Kollegen, echt. Die Mentalität der Japaner in einem Wort zu sagen, ist, glaube ich, echt schwierig im Vergleich in den Deutschen, weiß ich nicht, die Deutschen haben auf jeden Fall eher so die Fresse, die sie ziehen, sag ich mal, und da ist irgendwie alles so nett, aber ich kann es nicht 100% einschätzen, wie viel Ehrlichkeit dabei ist, also wenn die wirklich so, ja, hier, oh, ja, bitte, es kann natürlich auch sein, dass das nicht aus dem Herzen rauskommt, aber so fühlt es sich schon an, es ist einfach sehr, sehr sweet. Genau, Internet gekostet hatten wir. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, was ich persönlich sehr schade fand, bevor ich dieses Video abrunde, ist, dass mein Handy halt so ein bisschen räudig aufnimmt. So, wenn ich das so in der Hand habe, ist halt der Ton hier, den ich reinspreche, ultra laut. Aber wenn meine Marlene, die eh schon nicht ganz so laut redet, auf der anderen Seite ist, wird das viel leiser aufgehoben. Aber, aufgenommen. Aber jetzt irgendwie ein neues Handy für so eine Reise kaufen, ist ja auch Quatsch. Vielleicht irgendwie mal ein Mikrofon dran oder so. Das ist das, was mich so ein bisschen bei den Videos gestört hat, was ich halt auch in dem Moment nicht lösen konnte. Aber wenn man das direkt on the fly hochladen will, muss ich es halt mit dem Video, mit dem Handy filmen. Naja. Auf jeden Fall werde ich in den kommenden Streams weiter darüber reden, was zukünftige Projekte sind. Also kommt gerne vorbei, heute auch. Und vielen Dank auch nochmal hier fürs Zuschauen. Und ich werde noch einen Aftermovie schneiden. So ein richtig melancholisches vielleicht, mal gucken. Und dann ist diese Japan-Sache auch erstmal abgeschlossen, ja. Ansonsten sehen wir uns in den Livestreams. Vielen Dank für euren Support, vielen Dank auch für die neuen Patreon-Leute. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für alles und auf Wiedersehen.